So, wir begrüßen euch zu unserer Champignon-Cremesuppe. Wer auf dem anderen Kanal zugeschaut hat, wie wir diese mit dem MCC zubereitet haben, der kann sich jetzt gerne zu uns setzen. Wir sind wieder die drei Damen vom Grill, die drei Musketiere, und werden jetzt unsere Champignon-Cremesuppe mit leckerem, frisch aufgebackenem Zwiebelbrot und Weißwein genießen. Genau, und du darfst das nochmal austeilen. Die Champignon-Cremesuppe? Ja. Weil ich habe hier eine Kelle, guck mal. Ach so, willst du mit der Kelle machen? Ja. Ich hätte es jetzt einfach gegossen, oder? Nee, das bleibt auch so. Die Kelle eigentlich ganz schön. Oh, das riecht toll. Die riecht gut, ne? Ich finde es schön, wenn man zusammen ist gegen Einsamkeit und einfach ein bisschen quatschen. Hör uns zu. Und vielleicht hast du eine Meinung zu dem, was wir erzählen. Dann schreib es einfach drunter. Das würde uns freuen. So. Vielleicht quatschen wir dir auch zu viel oder dummes Zeug. Schreib es einfach. Aber du hast jemanden in deiner Küche oder in deinem Wohnzimmer, der bei dir ist, mit dir zusammen isst. Mach dir einfach auch was. Ein schönes Brot, eine schöne Suppe. Oder hörst, wenn du was lernst und das brauchst. Ich mache das immer. Wenn ich was lese, mache ich mir immer drunter einen Sound an. Ja, genau. Das dafür ist es dann. Ganz toll, dann. So, den Kanten habe ich schon gegessen von dem Brot. Ja, den wollte ich eh nicht. Wer will Chiliöl? Nein, danke. Nein? Gut. So, dann lasst uns anstellen. Tschüss. Danke fürs Kochen. Tschüss. Cheers. Danke fürs Vorbereiten. Naja, das schaffen wir. Das ging heute relativ schnell. Ich finde, der Wein richtig Klebstoff früher. Aber der ist super. Wie hieß das? Kitty Fix? Kitty Fix und Foto. Du, Sahne Rapid, Kitty Fix und Fotokleber gab es. Fotokleber, Kitty Fix. Das war so eine weiße Pampe. Ich kann nicht so Flaschen, oder? Ja, solche Flaschen gab es auch. Stimmt, solche gelben, ne? Mhm. Also was ist jetzt drin? Kartoffeln, Möhren und... Kartoffeln, Möhren, Champignons. Sahne und Brühe. Mhm. Was siehst du? Will jemand noch ein bisschen Creme Fraiche? Ich finde, das passt noch rein. Kannst du machen. Ja. Aber hier in der Petersilie, da sind natürlich viel Stiele drin, ne? Ja. Bei den TK-Produkten, da steckst du ja nicht drin, ne? Da hauen sie die Stiele mit rein. Nein. Weil normal hätten wir ja Blättchen abgezupft und so. Ach so. Wieso hast du keine Petersilie bekommen? Da habe ich gar nicht dran gedacht. Nicht dran gedacht. Und ich habe gestern auch nicht dran gedacht beim Einkaufen. Ich habe dir doch aber den Einkaufszettel geschickt. Ja. Ich bin halt nicht perfekt. Nein, überhaupt nicht. Ich habe eigentlich immer nur auf die Petersilienwurzel geguckt. Oh, schmeckt ja ganz grandios. Die schmeckt nicht so nur nach Pilzen, was ja so meine Befürchtungen waren. Super lecker. Ja, ich finde schon, dass sie echt pilzig schmeckt, aber... Sie ist nicht so kinderbreimäßig. Nee, sie ist sämig, ne? Was ganz gut ist, ne? Mit dem Zwiebelbrot dazu, das ist eine tolle Idee. Dachte ich auch. Mhm. Die hat schon geputzt, die Frau, die Bäckersverkäuferin. Mhm. Ich sag, kriege ich noch was? Ja, klar. Ich mach nur schon mit dem Löffel. Was hatten sie noch? Ich esse auch wahnsinnig gerne Zwiebelbrot. Weil ich hatte nämlich nur ein Brot geholt, was er merkt und ich nicht so dieses Dreikorn oder? Mit Käse. Ja. Auch jetzt, wir könnten jetzt auch noch ein bisschen Käse essen. Nach dem Essen so Käse schießt den Mann. Zum Abschluss noch. Eine kleine Pâté, wie sagt man, Plat au fromage. Ah ja, stimmt. Wie lange hast du eigentlich in Belgien gelebt? 5 Jahre an der Länge, ne? Viel länger. 20 oder was? Fast 20 von. Was? Von 1991. Bis 2009. Mhm. 18 Jahre. Januar oder Februar. Mhm. Und hingezogen sind wir April 91. Mhm. 92 kam die Tochter. Mhm. Und 2008 war es schon schwierig und 2009 war der Umzug. Mhm. Ich war bei euch, da hatte ich gerade meinen Job verloren in Berlin. Weiß ich noch genau. Das war also 2000. Weiß ja ganz genau. Warst du schwanger schon mit dem Hendrik? Nee, da muss ich noch mal da gewesen sein als der Hendrik. Da war der ja schon auf der Welt. Das muss später noch mal gewesen sein. Ich war einmal bei euch
Da waren wir. Ja, ich muss mehrfach bei euch gewesen sein. Mhm. Ich erinnere mich nur, dass wir vorne im Rosenbeet Unkraut geredet haben. Ja, und dass wir in Lüttich waren. Mhm. Und wir waren irgendwo, wo eine Freundin von dir im Reisebüro gearbeitet hat. Daran kann ich mich erinnern. Und das war in Eupen dann. Mhm. Aha. In Eupen. Die war neben der Bibliothek direkt. Die hat vorher mal da mitgearbeitet. Mhm. Und die hatte in Lüttich studiert. Katharin war die. Mhm. Okay. Und hat nie dort einen festen Job bekommen und hat dann im Reisebüro der Eltern gerade denen das übernommen. Mhm. Und ich war irgendwie gedatscht, weil ich meinen Job verloren hatte. Mhm. Und habe aber dann gesagt, ja, ich habe zurzeit nichts. Und sie sagte zu mir, ach, es ist herrlich, ich hätte auch gerne mal so frei. Daran erinnere ich mich bis heute, es ist ewig her. Ja, die waren ganz anders drauf, mhm. Bäger sowieso. Mhm. Und die haben immer dieses Pflichtgefühl. Ja, ja. Mhm. Das war funktionieren. Naja, na, das Funktionieren und Pflichtgefühl, das ist ja deutsch, typisch deutsch. Mhm. Und sie ist, die Nathalie hieß die. Die war total cool drauf, die war extrem cool. Genau. Die passte ins Medienzentrum. Mhm. Und wir haben ja ausgeflippte Nudeln. Ja, das Brot ist sehr, sehr gut. Absolut toll, ne? Lecker. Ich esse sowieso gerne Zwiebelbrot schon immer. Mhm. Ich hole mal den Käse, damit er schon ein bisschen Luft hat. Kennst du noch? Von euch fällt mir der Name nicht ein. Warte, ich muss kurz mal finden. Gilbert Bécaud. Nathalie. Dieses sensationelle. No. La Place Rouge. Et Blanche. No. Devant moi marché. Nathalie. Mmh. Elle avait un joli guide, Nathalie. Ein herrliches Lied. Das hat im Osten die Band Keimzeit nachgesungen. Ach so. Und ich meine mit deutschem Text. Mhm. Weiß ich nicht mehr genau. Das war immer der Rausschmeißer beim Konzert. Und es wurde immer schneller, 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 das Lied. Und die Leute haben so gefeiert. Und ich finde das auch ganz mit deutschem Text? Ich meine ja. Da müssen wir nachher mal gucken. Bin mir auch nicht sicher. Mhm. Das ja erzählt von Nathalie, der Stadtführerin aus Moskau, die die Franzosen rumführt und réparer en phrase sobre, in sauberen Phrasen über die Oktoberrevolution. Ja, ja. De la Revolution d'Octobre. Und dann trotzdem kommen sie ja zusammen im Studentenwohnheim. Ja, und deshalb liebt er Nathalie und sie treffen sich nie wieder. Also ein ganz wunderbarer Text. Sie ist seine Stadtführerin und erzählt, wie toll der Sozialismus ist. Und trotzdem hüpfen sie zusammen ins Bett. Und dann musste er wieder abfahren. Und das können wir nachher mal hören. Ja, das machen wir. Ich liebe dieses Lied. Mit ordentlich Alkohol in der Birne kann man auch sehr gut mitsingen und wild tanzen. Weil das ja dann mit geht. Will jemand von euch gleich noch? Ich esse erst mal. Ich glaube, Gilbert Bécaud hat mit mir an einem Tag Geburtstag, wenn mich nicht alles täuscht. Und mit mir hat Königin Elisabeth. Na, drum. Mit mir, ich glaube, nee, er hatte. Oder Kofi Annan hat mit mir Geburtstag, sprich genau. Wie hieß ja der französische Chansonnier? Ich komme gleich drauf. Dessen Tochter diese sehr hübsche Schauspielerin ist. Mhm. Ja. Die Magnolia mit gespielt hat. Ja. Oh. Wisst ihr? Nee. Charles Gainsbourg. Genau. Der ist Serge Gainsbourg. Mhm. Ihr Vater, und der hat mit mir an dem Tag Geburtstag. Ach, Serge. Der hat ja alle gar nicht Geburtstag. Ja. Wer das weiß. Mhm. Serge Gainsbourg ist so toll. Ich muss immer heulen, wenn ich wieder von dem höre. Die Tochter finde ich. Und die Tochter ist sehr, sehr schön. Nicht von der Bettkante zu schubsen. Muss man sagen. Als wir jetzt mal den Film geschaut hatten mit dieser Familie, die da in diesem Bahnhof lebten. Ja. Und das war sie in Frankreich. Mhm. Aber richtig großartig. Mhm, die sich immer nur stritten. Ja. Mhm. Mhm. Ist toll. Mhm. Vor allen Dingen, die sieht so aus wie ihre Eltern. Mhm. Das ist so witzig. Sieht ihnen sehr ähnlich, das stimmt. Ja, und auch Jane Birkin. Ja. Ist sie ja unglaublich ähnlich. Das ist ja ihre Mutter. Ja, genau. Ja. Ich finde das toll. Mhm. Für dich ist das nichts, stimmt's? Für mich ist das nichts, nein. Meine Frauen brauchen Kurven. Mhm. Ich habe gestern das nochmal mit Janosch geguckt bei Lebenslinien. Mhm. Er sagt ja auch immer, ach, die ist dick, das ist toll. Und die ist dünn, das ist nichts für genau, mich. Aber genau, es ist auch egal. Ja, stimmt. Und
da habe ich schon drauf gekommen, über die Autorin vom Eberhofer-Krimi, diese Rita Falk. Mhm. Und Rita Falk gibt es auch eine Lebenslinien-Serie, also so ein Film. Mhm. Und das habe ich geguckt und hinterher hat es mir dann den Janosch nochmal angeboten und dachte, das gut schon mal. Das ist spannend über Rita Falk, weil die eine ganz eigenartige Kindheit hat. Irgendwie so leere Kind, auch ganz verkniffene Eltern, ist in die Drogenszene abgerutscht und so weiter. Aber das versteht Frau Schilling auch nicht, oder? Doch, doch, die versteht man. Ja. Ja, dieses Lebenslinien, da sprechen die Leute ja Hochdeutsch. Aha, ja, stimmt. Mhm. Also, ich denke, dass diese Champignon-Creme-Soße am nächsten Tag sogar noch besser ist. Mhm. Ich habe so meistens so, wenn die durchziehen. Man soll doch Pilzsuppe angeblich nicht aufwärmen. Ach so, stimmt. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Aber der Spruch, alte Suppen soll man nicht aufwärmen, stimmt. Beziehung ist vorbei, Ende. Mhm. Soll ich nochmal Brot schneiden? Ja. Ich würde jetzt auch mal ein Süppchen nehmen. Können wir gerne. Nicht mehr sehr viel, aber... Ja, die können wir leer essen. Machst du mir unangenehm? So viel ist das nicht mehr. Sie war vor vier Personen. Oh, jetzt sagten sie aber, wo ist Donnerwetter? Das ist wie letzte Woche mit diesen Asia-Hackbällchen. Die war auch vor vier Personen. Haben wir zu dritt. Haben wir ja zu dritt auch gegessen, ne? Finde ich knapp. Mhm. Ich muss jetzt schmecken. Wer will noch Brot? Noch eine Scheibe jetzt? Für dich noch eine? Und für mich so. Noch gerne eine, ja. Den Rest musst du dann essen. Das habe ich nicht. Für dich Sie nicht. Noch? Schmeckt gut, ne, Hundchen? Ja. Die Hunde finden das Brot äußerst attraktiv und sehr schmackhaft. Denn sie haben schon probiert. Ja. Also. Oh, das ist schon jemand noch schön. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist ihr zu viel. Für die Hunde. Aber was soll man sonst so eine kleine Nähe verschlagen? Nee. Ich esse es nicht. Ess mal so weit, wie du schaffst. Nimm dir mal gleich mit der Kelle noch was ab. Das ist viel zu viel, das sehe ich schon. Ja? Ja. Wo ist denn die Kelle? Achso. Ich habe mal ausgeschüttet, weil man kommt ja... Ich mache das durch dieses Messer. Das finde ich auch ein bisschen unpraktisch. Ja, nee. Oder? Theoretisch ja. Praktisch nein? So, mehr bitte. Ich krieg ja so ein Teil, dass du das Messer ersetzen kannst. Und davon kriegst du das Messer. Du kannst dann ja nicht mehr rühren und mixen. Verstehst du? Also wenn du jetzt irgendwas machst, wo du nicht rühren und mixen musst, machst du das andere Teil rein, kriegst du die Sachen besser raus. Aber den anderen Topf direkt, oder? Nee, das ist nur der Einsatz unten. Das ist so ein bisschen, ne? Da ist dann kein Messer drauf, das ist dann flach. Also man könnte das Messer jetzt rausnehmen. Oh, sprechen mit vollem Mund, super. Wir kennen das doch. Mhm. Nee, das musst du vorher machen. Das musst du vorher machen, wenn du weißt, du isst jetzt nichts, was gerührt oder geschüttelt oder geschnitten werden muss. Schneidest du mir mal ein Stück von dem Käse ab, bitte? Sonst funktioniert das nicht. Aber jetzt? Das ist ein Berg. Im Nachhinein geht's nicht. Im Nachhinein geht's nicht. Man muss also jetzt... Habe ich noch mit meiner Probleme, das zu machen. Ach, wir wollten noch so ein Pflaster geben. Jetzt muss ich mal einfach mal da. Ja, ich schreib mir auch mal eins bitte. Oder gibt's. Ja, ich gebe dir die Hälfte. Ja. Weil ich habe das Problem, dass alles gut. Alles gut. Könnt ihr hier fast mal aufstellen. Mit dem Handgelenk ist das schwer. Das schmeckt gut. Bergkäse ist immer gut. Der müffelt aber nicht so. Also, ich muss mich echt abgewöhnen. Ich spreche mich schon mal. Nicht komplett froh. In meiner vorherigen Beziehung wäre das mit einem missbilligenden Blick getadelt worden. Echt? Natürlich. Mhm. Da war immer, man sieht es, nee, man hört es und man hört es nicht. Bei mir ist noch für dich das letzte Stück französischer Brie. Und der Hund sitzt da und guckt, wie wir essen. Oh Gott, er sagt. Gib mir mal ein Brot. Gib mir mal bitte ein Brot. Er möchte ein Eierlikör. Im Tropf der Zahn. Und einen Pastis. Ach Gott. Der Hund. Aber weißt du, was wir machen sollten? Mhm. Wir sollten mal das nächste Mal das Aldi-Gerät vielleicht mal testen. Ja. Ne? Ob da für vier Personen auch zu wenig rauskommt. Oh, es fällt Chiliöl. Aber das Brot ist sehr gut dazu. Ja. Wirklich. Schön, freut mich. Nur die Suppe wäre jetzt doof, finde ich. Ja, ne? Ein Ciabatta wäre eigentlich besser gewesen, aber... Nee, ich finde, das Zwiebelbrot passt zu dieser Champignon-Creme. Stimmt, so ein Ciabatta mit Zwiebeln, glaube ich, oder mit Oliven gibt es. Ich glaube, zu der Tomatensuppe passt besser ein Ciabatta, aber zu dieser passt besser ein Zwiebelbrot.
Oder? Ja, ja. Schmecken. Ne? Die hat auch ordentlich Bums, finde ich. Mhm. Also nicht zu lätsch, was manchmal ist. Mhm. Ach, ich war mir übrigens in der Bibliothek und habe die ganzen DVDs zurückgebracht. Mhm. Ach, siehst du, das wollten wir auch machen, ne? Oh, da wäre ich fast auf die Nase gefallen. Ich bin so eine Stufe gestolpert in der Kinderbibliothek. Ich habe die Bücher angeguckt, Folter die Folter. Die ging gerade so noch. Aber da habe ich es weg. Falls jetzt wieder schließen. Ach so, das ist das nächste. Hast du mir jetzt gleich neue Sachen mitgenommen? Nee. Falls sie wieder schließen? Nee, ach, ich habe so viel. Ich krieg von einer Freundin aus Berlin die wieder Bücher geschickt. Deren Freundin wiederum arbeitet beim Aufbauverlag. Ach, cool. Und da so ein paar Leseexemplare und so. Hatten die keine neuen Filme? Bitte? Neue Filme hatten die nichts? Wahrscheinlich nicht, ne? Keine Ahnung, ich habe nur abgegeben. Mhm. Wieder raus. Die haben immer nur ihre ganzen Tom Tykwer-Filme, die wollten noch machen. Oh, okay. Mhm. Die tödliche Maria, ein toller Film. Oh, herrlich. Das ist auch alles so wunderbar digital mit Joachim Kroll. Oh, mit Kroll. Oh, Joachim Kroll ist da 30. Und Nina, deren Familienname. Nina Hoss, oder? Nee, die Rothaarige. Also Mitte der 90er gedreht. Ja. Mhm. Oh, ich bin aber jetzt sagt, naja. Verstopft, ne? Na gut. Mhm. Na? 300 Gramm Champignons. Aber die Kinder Kartoffeln. Noch ein Stück Brot. Mhm. So wie sie so schön gucken. Naja, das ist die Hunde, die lieben das. Jetzt hat er geblinzelt mit einem Auge. Ich habe die Weil, also Brot Suppen. Butter. Oh. Suppen kann der wirklich genial. Mhm. Das muss ich sagen. Ne? Dafür ist es gut. Und man muss halt. Also für so eine Aktion das letzte Mal. Mit dem Pürierstab und mit dem Pürierstab finde ich, wird es immer wieder dabei. Ja. Das ist richtig gut. Ja. Ach, dann haben wir so Grip. Super. Ihr könntet mir auch mal ein Stück von dem Käse abschneiden. Ich weiß ja nicht, wie weit er mir zu hart ist. Das sind wir aber ganz schön voll. Jetzt hätte ich nicht gedacht, wenn wir das in Suppe, ne? Was hatten wir jetzt alles? Wir hatten Kartoffelsuppe, wir hatten. Rote Beetesuppe. Stimmt, ja. Hm. Und jetzt ist das die dritte. Die schmeckt wirklich gut. Ich weiß nicht, mal probieren. Ich glaube schon, ne? Mal TK-Steinpilze. Es gibt doch beim Aldi TK-Steinpilze. Ich habe in der Hilfe. Nochmal mit Hilfgas drin, weil sie getrocknete Steinpilze. Die muss man einweichen, ist die Frage, ob der das schafft. Ach so, stimmt, die muss man. Aber mir fehlt, ist wann nicht aufgefallen. Ne? Das geht super, wenn du Suppe kochst, die du lange kochen musst. Oder Soßen. Auch für Braten ist das geil. Mit Einweichen und bla. Ja, wollen wir nochmal nach Bautzen fahren? Da müssen wir gucken, ob wir es zu machen oder nicht. Ne? Ja, das sollten wir noch machen. Das sollten wir die Woche machen, ne? Mein Schwager hat im Übrigen ein wie sagt man das, ein Bestellabo bei Rauschschokoladen. Rauschschokoladen aus Berlin. Gab es früher im Supermarkt, haben die alles eingedampft. Gibt es jetzt nur noch bei Rausch selber. Und im Netz. Und die sind ganz, ganz toll. Und da könnten wir auch mal überlegen, ob wir was bestellen, weil der hat Mindestbestellwert. Ich kenne die nicht. Sind die gut? Super. Ja. Das waren die ersten, die diese Plantagenschokoladen mit Prozenten hatten. Also 80% Ach so, Madagaskar. Ja. Das waren die ersten. Und in dem Laden gibt es ein Brandenburger Tor aus Schokolade, eine Gedächtniskirche aus Schokolade und Waffeln. Aha. Das lohnt sich. Wenn du nach Berlin fährst, fahr hin, Charlottenstraße, Rausch, Schokoladengeschäft. Mhm. Oben ist ein Café, da gibt es eine Schokoladenbirnentorte. Das machen wir jetzt aber leer, ja, das glaubt man nicht. Drin. Also ist kein Limon. Ist das noch? Naja. Ich kann nicht mehr. Naja. Das, das war ja genau das, dass ich nicht wusste, wie man das da rauskriegt. Ach so. So, dafür hast du ja diesen Spaten, weißt du? Mhm. Und hast du das Messer jetzt da rausgemacht oder nicht? Nee, das ist drin noch. Du kannst das rausmachen, ne? Du kannst das jetzt auf eine Seite schieben. Mhm. Du könntest es rausmachen. Na, dann geht's ja. Ja, aber musst du auch gar nicht. Du kommst ja mit dem Spatel dann vorbei. Ach, das kommt nun auch in die Glasdose, damit der Käse nicht in der Plastikverpackung bleibt. Ja, ja, ja.
Ich finde den Gedanken gut, ich halte mich aber auch nicht dran. Ich bin extrem voll. So, Frau Bitte. Was ist? Hast du viel länger? Mach mal das hier. Auf deinen Stuhl? Nee, nicht auf deinen Stuhl, woanders hin. Trüffelkäse. Gib mir mal nochmal das Messer, bitte. Das hat der Tom. Schweizer Trüffelkäse. Und Bergkäse. Und das ist ein normaler Brie. Ein Trüffelkäse. Oh, das war gut gemeint. Na, mach nicht. Ja, ja. Ja, die freuen sich die Kinder drüber. Die Hunde essen die Käseränder. So, so, gib du mal. Und du bist die Mama der Freundin. Und dann gleichzeitig. Und wir, wir hätten vorher die Musste Schokolade machen müssen und dann schön kalt stellen. Ja. Da, ich hatte das so im Kopf. Ja, aber wir hatten ja, wir haben es völlig verpennt und haben schon angefangen. Mhm. Mhm. Mit dem Aroma, ne? Die wird ja aber nicht schlecht, ne? Die Musste Schokolade? Ja, aber da hätten wir, ja, ich hätte essen. Jetzt nichts mehr essen können. Ich muss jetzt mal ehrlich sagen, so satt bin ich. Das ist Nachtisch, ein kleines Schälchen. Nee, voll. Ich hätte nicht gedacht, dass es so stopft. Da war ja auch Kartoffeln noch mit drin. Nee, weil das ist nur Geld. Ja, guck mal. 150 Gramm Kartoffeln, 50 Gramm Möhre, 50 Gramm Zwiebel, Quatsch, Petersilienwurzel. Da bist du schon auf 52 plus die 300 Gramm, da bist du auf 550 plus die 750 Gramm Flüssigkeit. Und Sahne. Ja, und Sahne noch. Vier Leute, du hast den Trick gestern für vier Leute. Ja, ja. Ja, aber am Ende war es für drei Personen nicht schlecht. Ne? Aber die Kartoffel ist super für die Bindung. Ich bin super satt. Ja. Weil wenn ich Pilzsuppe mache, aber das mache ich ohne Kartoffeln und dann ist es immer so fällt es in der Bindung, ne? Und dann fällt es immer in sich zusammen. Die Hunde schnappen nach. Ich finde halt doof, dass man an diesem Gerät jetzt zum Beispiel eine einstellen könnte, drei Personen, wie das in eine App hast am Handy. Mhm. Dass es das automatisch umrechnet, muss da dann so umrechnen. Weil die meisten Rezepte sind für vier oder noch mehr Leute ausgelegt. Ja, da bin ich mal gespannt, ob das bei einem Aldi-Gerät funktioniert. Und wenn du jetzt nur für zwei Leute kochen willst, zum Beispiel, das finde ich... Na, das ist ja einfach, nimmst du die Hälfte. Mhm. Ja, aber trotzdem, weil es geht ja auch, die Rezepte sind ja irgendwie übers Internet online. Naja, dann kann man das dann umschalten. Also es ist das so kompliziert, dass man... Man sagt, oh Gott, Kochtopf mit Internetanschluss, aber es kann die Rezepte nicht einfach runterbrechen auf zwei Leute, da hast du recht. Und ich finde es auch ungünstig, diese Angaben in Gramm, also 150 Gramm Paprika oder so. Ich finde eher da eine halbe Paprikaschote oder also. Stimmt. Das finde ich zum Beispiel auch. Ja. Habe ich mich am Anfang auch schon drüber, dachte ich, 320 Gramm da. Ja. Also, aber guck mal, du musst sehen, es gibt kleine Paprika, es gibt große nicht. Paprikas. Nee. Durch die EU sind die alle gleich groß, aber ja, auch bei Möhren stimmt's. Aber bei Möhren, bei Kartoffeln und allem möglichen. Aber im Großen und Ganzen im Rezept oder auch klar kannst eine du das, mittlere ne? Möhre. Ja. Oder, ja, aber guck mal, das machen die ja schon bei dem Backofen. Backofen vorheizen auf 200 Grad, weil die nicht wissen, wie lange so ein Backofen braucht. Und so machen die das halt hier auch. Ne? Nee, ich will nicht mehr. Nee, die Hunde wollen noch. Ich leg's euch mal hin. Wo ist die? Ich geh jetzt mal nur. Viel Spaß. Gib mir mal noch bitte das Messer. Also dieser Trüffelkäse ist jetzt doch. Das ist herrlich, ne? Jetzt. Trotz Aroma. Aber jetzt streiten sich die Hunde über den Käserand. Auweia, auweia. Wir lassen es einfach liegen. Oder willst du noch ein Stück? Ich nehme auch keinen Stück. Okay, warte, dann haben wir nämlich zwei Käse. Und dann haben wir Kinderhaue. Und dann gibt es keinen Streit. Ei, ei, ei. So, du musst es verteilen. Ich habe mal Angst, dass du mich in die Hand beißen. Ach so. Und das ist dein Käse und das ist dein Ding. Dankeschön. Ich mache das immer so. Achtung. Und? Haha. Oh, jetzt hat es nicht geklappt. Jetzt hat sie Penny, oder? Ja, Penny halt. Und? Jetzt. Ihr müsst das kaum nicht verschlucken. Das ist Luxus. Das sind keine Schlucktabletten. Das ist feiner Trüffelkäse. Den schluckt man nicht einfach so hinter, ihr Hundchen. Wobei ich den anderen doch besser finde, ne? Den Bergkäse oder den Trüffelkäse ohne Aroma? Mhm. Den Trüffelkäse ohne Aroma. Mhm. Naja. Mein Steinpilz ist ja auch mit Aroma. Und trotzdem finde ich es gut. Ach so. Also zusammen gekocht. Ja, ja, ja. Hast du das mal probiert? Mhm. Ich mache das mit Süßkartoffeln. Mhm. Und ja,
Manchmal, wenn ich noch Abcreme fresse oder so. Mhm. Also kein Fehlkauf. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ja, der ist zu lasch jetzt. Mhm. Mag Käse aufsteigen. Mhm. Ich erinnere mich, in den 90er Jahren war ich in Frankreich, also 90 oder 8, nee, andersrum, 89, kurz nach der Wende, war ich in Frankreich und habe da auch zum ersten Mal so eine Käseplatte angeboten bekommen. Mhm. Und wusste überhaupt nicht, wie mir geschieht, weil da so viele Sorten drin waren, die ja im Angebot waren. Ja. Und ich dachte, oh Gott, das schaffe ich nie, dass man von jedem nur so ein kleines Stück nehmen muss. Ach so, ja, dass ja, klar, man eben so ein bisschen probiert und Brot dazu. Und ich dachte, Hilfe, das ist so eine riesige Käseplatte, was mache ich denn dann noch? Und ja, ich war praktisch, wo richtig der Ober an den Tisch kam mit der Platte und man würde sagen, das und das. Ja. Ich kannte das ja von Frankreich, ich war ja als Kind schon in Frankreich, im Urlaub Südfrankreich und da kanntest du das ja nicht, ja, wenn du das nicht kennst. Mhm. Da kriegst du natürlich. Der Hund sabbert schon wieder. Schmeckt das so gut, ja? Musst du alles ansabbern. Mehr gibt's aber nicht, lieber Hund. Ja, willst du mal draußen sabbern? Geh mal raus, Hundchen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ach, ja. So, wollen wir ein bisschen Rauchen auch aufnehmen? Finde ich auch gut. Dass man das Geräusch vom Rauchen mitnimmt. Aber das ist zu weit weg, glaube ich. Aber du kannst ja das, soll ich dir das Telefon geben? Du kannst mir das mal geben. Ja. So, jetzt, ich finde auch, wenn jemand raucht, das ist unglaublich entspannend. Wir nehmen das mal mit an die Rauchertür oder legen das mal dahin. Mhm. Mein leider, das Streichholz ist schon vorbei, aber naja. Strickblumenkost, cheers. Cheers. Haben wir den weg schon? Nee, oder? Nee, was soll ich jetzt noch geben? Warte mal. Nee, ich meine, die Flasche ist die leer. Du kannst mir das auch geben, die ja Flasche klar. Ist leer. Ja. Gerne. Na, wir haben ja große Gläser. Ja. Mit der dritten Hand. Dankeschön. Ja. Cheers. Ach, ist das nicht schön. Falls du auch gerade was trinkst, wir wünschen dir Gesundheit und Glück. Stoß mit uns an. Ja, kann ja auch was anderes sein. Alkoholfreier Wein zum Beispiel habe ich lange Zeit getrunken. Macht fett, aber echt, wenn man kann, ja, eine Klasse purer Zucker ist, wie Traubensaft. Ach so, ja. Das ist es, da ist irre viel Zucker drin, aber man kann es ja als Schorle trinken. Wenn man sagt, ich trinke halt gerne ein Glas Wein, mag aber keinen Alkohol trinken, so wie jetzt, die Fastenzeit oder wenn man eben generell das nicht trinkt. Und schmeckt das? Nee. Nee, ja, es schmeckt wie Traubensaft. Ja. Es schmeckt wie sehr guter Traubensaft. Also mit Wasser auch am besten verdünnt. Ne? Ja, ich habe es auch immer verdünnt. Was gut schmeckt, was wir letztens auch probiert haben, ist alkoholfreier Sekt. Das ist der hat mir gar nicht geschmeckt. Siehst du? Den fand ich ja köstlich. Ja, ich kenne es ja von vielen von meinen muslimischen Freunden. Die hatten auch immer alkoholfreien Sekt, so die modernen, ne? Und gesagt, natürlich, wir stoßen gerne an zum Geburtstag, aber eben kein Alkohol. Mhm. Und mit alkoholfreiem Sekt ging das super. Ja. Also, das war dann auch Luxusgefühl genug. Ich finde ja auch alkoholfreies Bier schrecklich. Nee, ich nicht. Ja? Ich finde das ganz okay. Man muss nur gucken, welche Sorten. Das kann sein, ja. Manches ist fürchterlich bitter. Ich glaube, da helfen die mit den Bitterstoffen nach. Ja, genau. Ne? Was gut schmeckt, ist alkoholfreier, oh, wie heißt denn das? Jetzt komme ich nicht auf Campari. Das heißt irgendwie Crodino oder so ähnlich. Das schmeckt super. Echt? Das ist in diesen kleinen Flaschen. Ja. Gibt es so ein Sixpack. Und das ist so eben rot und schon mit Sprudel drin. Und das schmeckt wirklich gut. Das kenne ich nicht. Das gibt es sogar bei uns im Kaufland. Aha. Mhm. Ist schon gut. Und man hört die Autos auf der Straße wieder fahren, ne? Ja, das obwohl Samstag ist. Ist ja, und obwohl lustig. Es so weit weg ist, ne? Ja, das wundert mich auch immer. Aus der Ofen schön heiß. Mhm. Wollen wir noch was nachlegen auf den Ofen? Ich würde ihn weiter schade. Wir hatten heute den Kamin an, weil es wahrscheinlich der letzte kalte Tag im Jahr ist. Und wir viel aufgeräumt haben. Und das ist Frühlingsanfang. Stimmt, heute ist Frühlingsanfang. Ja. Mhm. Genau. Was kriegen die Kinder in ihre Näpfe? Wo ist denn der Kühlung? Schon ein bisschen. Noch? Achso, wir haben die Hunde nicht gefüttert, ne? Mhm. Deswegen haben die uns die Haare vom Kopf gefressen. Hier ist noch ein ganz kleines Stück von dem Trüffelkäse, was wir für dich aufgehoben haben. Willst du das noch? Ja,
Momentan nicht, danke. Nee. Wollen wir uns das noch teilen? Geht das, obwohl du geraucht hast? Ja? Geht das auch, nachdem ich geraucht habe. Okay, ich mache dir so einen schmalen Streifen. Ja. Ufter. Erst einfach. So. Schneidest du den Rand ab? Nö, den kann man nur mit essen, oder? Ich esse den mit. Okay. Ich auch wieder dritte Hand. Okay. Essen auch aus dem Supermarkt mit Elvi. Ja, ja. Das heißt, wir haben uns schon... Also bei uns hier unten, die haben wir immer Sortiment. Da gibt es den oben am Friedhof. Ja. Das ist ja auch der Käufer. Am Friedhof? Ja, oben dort der Fahrer liegt dahinter so auch ein Riesenkaufland. Der ist doch viel größer. Ach so, ein Kaufland. Ja, der große Kaufland ist das kleine Kaufland. Ich gewinne heute den Preis und spreche mit vollem Mund. So, das kriegen jetzt die Kinder nochmal beide Sitz. Die Hunde kriegen nochmal. Sitz. Nein. Sonst kommt nichts vor. Aber der macht gut der Wein. Ne? Habe ich schon ausgetrunken? Nee, das ist dein Glas, was hier leer ist. Das ist meins, was leer ist, was ich da hingestellt habe. Ja. Gläser und. Riecht aber gut. Wir könnten auch noch ein Pastis trinken. Ja, ein Pastis wäre noch gut, ja. Ich muss mich ein bisschen zurückhalten. Ich mache jetzt erstmal was ganz anderes. Ich salbe meinen Bauch mit diesem wunderbaren. Ach, mach's nicht? So schlimm? So. Das könnte ich auch mal vorstellen, dieses Öl. Das ist schwierig, weil das ist Multilevel-Marketing. Ach so, das kriegst du gar nicht. Ja. Ja, oder du steigst da ein, was ich mir gut vorstellen könnte. Nee. Haben die keine? Das ist sowas ähnliches wie Amway, das ist dieses Prinzip. Wie Amway, Tupper und Sarah Kay. Ja, ja. Alles aus den Staaten mit Multilevel-Marketing. Und LR und so. Ne? Ja, ja, das ist das. Und die Leute sind alle fürchterlich esoterisch drauf und das nervt. Aber es ist wunderbar. Ja, ja. Es ist das beste Öl. Ja, das beste, was es gibt. Das beste Öl, was es gibt bei Magen und auch bei Darm. Na, überhaupt also. Mhm. Auch die Mischungen sind gut, aber es hat halt... Weil ich habe nur wirklich viel probiert. Mhm. So, ich hole mal einen Eiswürfel. Oh ja. So, ich schüttel jetzt erstmal die Hunde. Wo ist denn mein Glas? Ich weiß nicht, ich habe jetzt hier eins gefunden. Ich glaube, meins steht da drüben am MCC. Das habe ich gerade so. Ich spüle es einfach mal. Nee, brauchst nicht spülen. Ich nehme das wenn auch so. Wenn das deins ist, will ich das nicht haben. Ach so, ich hätte es auch selbst genommen. Ja, doch, hier ist doch seins. Hier hat er Eis drin, dann ist das deins. Nee, oder? Ist egal, wir wissen es nicht. Die Hunde fanden im Übrigen das Eis sehr appetitlich und haben schon wieder Knolle gesagt. Aber jetzt ist es warm, ne? Ja, aber dann nochmal kalt abspülen ist besser vielleicht. Ne? So, das dritte Glas ist wo? Oh, hast du viel Eis? Kann ich was davon haben? Ja, willst du was abhaben? Ja, gerne. Wo ist denn das dritte Glas? Ach, du willst... Jule will ja nicht was. Ach so, ja. Ich trinke jetzt ja keinen. Oder ist das besser als Wein? Vielleicht ist das sogar besser als Wein. Ja, ja, natürlich, immer. Dann hol mal ruhig noch dein Glas. Ich hol dein Glas. Bleib da. Die Hunde sind in den Pastis auf. Ich bin nicht der Wein, ich bin das gut für mich. So, jetzt können wir die Spülmaschine auch gleichzeitig noch ein bisschen einräumen. Suche ich mal eine Glasschale, in die... Hier ist noch irgendwas, das steht überall was drin. Ja, ja, das da waren die Pilze drin, das können wir zum Rumrühren benutzen. Weil dann ist es auch mal kalt, oder? So, dann hole ich noch neue Eiswürfel, wenn oder? Wenn ihr Platz habt, wäre super, ihr macht mal die zwei Dinge mit rein, noch ein bisschen schmutzig. Da ist alles noch leer, da ist jede Menge Platz. Ja, warte mal, ich guck nur gerade. Wir spülen jetzt, lieber Gast. Na. Deswegen ist das hier allerhand kalt abspülen, obwohl es egal ist, wenn jetzt, kalt. Ja, ja. Wenn jetzt Eis reinkommt. Ich packe schon mal unsere Teetassen weg. Wir trinken da jetzt keinen schwarzen Tee mehr. Ne? Das ist deiner gewesen? Nee, die langen Löffel. Nee, warte mal. Wissen noch mal? Ich würde jetzt auch nicht mehr. Nee, brauchst du nicht. Okay. Das Brot mache ich in die Tüte. So, gut, dann mache ich das mal hier.
mit Pastis. Ja, super. Und hier sind wir jetzt noch, warte mal, das Zimmer wird jetzt und vom MCC, der Deckel, können wir die Spülmaschine? Der kann die Spülmaschine, ja. Ja, das weiß ich. Frisch kochen macht doch immer viel Arbeit, aber man merkt sich halt gesund. Natürlich, und es schmeckt auch einfach besser. Es schmeckt einfach gar nicht. Ich habe jetzt gemerkt, mit dem einen Fertiggericht danach war ich schon wieder halt krank. Ja, das ist dieser Spargel kann mit in die Spülmaschine, ne? Kann mit rein, ja, ja. Hier trinkt mein Wein, ja. Ich glaube, das ist mir sehr gut. Ja, okay. Ja, gut. Wir trinken den gerne. Histaminallergie. Ja, den Wein ist ja Histamin angeblich drin. Also bei Rotwein, ja, ist ja immer ganz schön. Ja. So. So, jetzt weiß ich nicht mehr, wem was war. Na toll. Ich stelle es jetzt einfach mal dahin. Ich glaube, mir war das ganz linke. So, wir haben hier mit dem vielen Eis. Ja, genau, so war das. Den kann man auch rein. Und zwar, weil ich weiß nur, wo der hinpasst. Der hat nur einen. Wo ist denn jetzt mein Käse hin? Ah, da liegt er noch. Gut. Nee, der muss nämlich da hinten hin. Also macht diese Schüssel. Weil das hier müssen wir. Guck mal, das müssen wir nicht umlegen dazu. Und dann passt er nämlich da rein. Und dann ist mal der Deckel. So geht das nämlich. Der Deckel ist noch mal ganz okay. Ah ja, den kann man oben hinlegen, wenn unten voll ist. Ist aber nicht. Das kann ich. Das so muss ja noch rein, ne? Das muss mit rein. Haben wir jetzt so ein Schnapsglas stehen, was du immer benutzt? Nee, das ist doch der Messbecher. Ah, da kann ich das unten. Ja. Die stellt man so rein. Das kann weg. Ja, das genau. Muss oben mit rein. Ja, das könnte was. Sogar passen. Die Schüssel noch unten rein? Nee, die ist sauber. Da waren noch bloß die Pilze drin, habe ich gerade. Ach so, ja, gut. Ach so. Nee, das muss runter. Ich werde es nicht so. Die Kelle ist dann auch noch unten. Was ist denn mit dem Glas hier? Das muss auch rein. Okay, das kannst du vielleicht unten mit rein. Kommt oder? Unten rein, ja. Und der Deckel oben rein. Rein. In die gelbe. Hier. Oh, das stinkt. Das ist Knoblauch. Ich stelle den Pass diesmal wieder in den Kühlschrank. Ja, ja, genau, mach mal. Da könnte ich ein Quick-Video machen. Lass das mal nochmal raus. Das mache ich nachher. Vitabiosa. Mit der was? Mit dem Vitabiosa. Ach so. Weißt du? Die passt aber nicht hier rein, die Kelle. Nee, nee, die lege ich hier in die Mitte. Ah ja, okay. Mhm. Genau, wie das hier, das kommt auch hier rein. Das kommt alles. Das hier rein, das kommt. Was ist mit der Zitrone? Hier ist noch eine Tasse, guck. Ja, oh ja, siehst du. Genau. Ich brauche mal einen Löffel, einen großen, damit ich den Kindern etwas geben kann. Mhm. Oh, das passt. Moment, oh, hier, guck mal. Ja. Ansonsten ist unten noch genug Platz. Ah ne, hier ist noch Zitrone drin, guck mal. Ja, ja, das muss noch. Ja, das war für den Tee. Aber wisst ihr was, man könnte diese Zitrone hier... zum Beispiel umfüllen, damit sie besser mit Fischen passt, in dieses wunderschöne Kännchen, weil man soll ja sowas eigentlich auch nicht in Metall lassen. Dann machen wir das. Jetzt wissen wir also auch, wofür wir es verwenden. Ja. So, guck mal, und dann können wir den Topf nicht noch da unten reinmachen, wenn wir das jetzt hier auf die Kinder aufteilen. Und die Schüssel hier. Ja, unten. Also hier ist jetzt hier ohne drin, ja? Also mein gut. Nehmen diese Plastiktüte wieder mit. So. So, jetzt haben wir noch das hier. Was machen wir hier? Was ist denn? Das Basil, ja? Das kriegen die Kinder. Die armen Hunde, die müssen mal alles essen, was wir nicht wollen. Aber ja. Vitamin kommt dann, da kommt auch noch eine 3. Das ist dann da irgendein Vitamin.
Das kommt mit rein noch. Das kommt auch noch mit rein. So, und dann ist die nächste Spülmaschine voll. So, dann haben wir jetzt hier Leinöl. Mhm. Ist dir aufgefallen, dass unser Altglas wieder entsorgt hat? Ja, ich bin stolz. Diesen auf ganzen euch. Alkoholverbrauch. Ja. Das halt nämlich ja. Ist ja wirklich. Hat das rasant zugenommen und ich schäme mich nicht. Kannst du das aufmachen bitte? Ja, ne. Oh, das geht aber schwer. Ja. Deswegen frage ich, ob du das ja, toll, kannst. Super. Ich sehe genauso schlecht wie du jetzt am Mast. Jetzt geht's. Okay, und dann wird es so reingeworfen. Ihr werft das immer in die Spülmaschine, ne? Genau. Einfach unten rein? Schmeiß einfach rein, ja. So? Ja, genau, so okay. Ist gut. Ich habe jetzt mir einfach dieses Programm für die Gläser gemacht. Das ja, ist das nicht ganz heiß und geht auch nicht. Und das war immer einfach. Ja, aber wir machen ja nicht nur Gläser drin. Ja. So, gut. Das hast du schon benutzt, ne? Ne, das mache ich gerade. Mhm. So. Oh, jetzt riecht es aber gut nach dem Hunde. Das stinkt überhaupt nicht. Nee, ich finde es nicht gut. Das ist dieses Rentier. Rentier? Von Rentier. So, ist das drin noch? Rentier ist ja immer im Vorspann von der Bundesliga. Ist euch das schon aufgefallen? Echt? Nee. Ja. Es hat halt einen hohen Fleischanteil. Als Werbung, ich vermute, weil das muss doch wahnsinnig teuer sein, die Werbung vor der Bundesliga am Fernsehen. Ja. Ich vermute mal, das gehört irgendjemandem, der auch die Bundesliga sponsert oder sowas verrät. Ja, wahrscheinlich, ne? Da habe ich mich immer gewundert, wie Hunde von der Werbung da reinkommen. Stimmt, jetzt wo du es sagst, ja. Für den Hund. Mhm. Und die Werbung ist genauso alt wie das Rosenthal, wie der Leipziger sagt. Also die gibt es doch schon seit 60 Jahren. So, der Keller hat jetzt den Stuhl voll gesabbert. Bei mir. Ich mach ja immer mal, das trocknet wieder. Die Hunde. Es sind die Kinder, die dürfen so, das alles. Hat man auch, aber ist egal. Das ist immer so schön. Und das wird ja. Uns vielleicht nicht der letzte Pastis gewesen. Nee, das stimmt. Man weiß es nicht. Aber ich habe ihn bei Köhl gestellt. Super. Und ich habe extra dafür, dass sich der Biosack leert, damit Platz im Kühlschrank. Für die Flasche. Muss man das Hundefutter schön verkleinern. Dann haben wir irgendwann einen. Ein Weinkeller. Wir könnten noch eine Brauerei gründen, das kann man studieren. Eine Brauerei studieren? Ja, das ist super. Und eine Freundin von mir, die hatte damals einen kennengelernt, der hatte erst Brauereien geleitet. Der hatte das studiert. Das gibt es, glaube ich, nur in Deutschland in Studien. Ich hatte mal amerikanische Studenten. Siehst du, jetzt fällt mir das ein. Die wollten so, das machen. Dann machen wir das jetzt mal so. Keller. Sitz. Teddy. Wenn sich der Frau daneben sitzen, sitzt und nimmt. So, fein. Damit nicht die armen Hunde verhungern. Ja, die armen dünnen Hunde. Ja. Mal zugucken. Komm ich gerade. Warte mal, Peggy, jetzt komme ich gerade ganz schlecht. So, komm, steht mir das nicht genau. Gut, so. Ja, guck mal, jetzt haben wir alles aufgeräumt. Ja. So muss das auch sein. Das ist immer das Gute, wenn viele Leute kommen, dann kann man dann auch relativ schnell aufräumen. Ja, ich würde mich immer mit eigentlich sehr gut. Das wollte ich auch nicht. Ich bin Sonntag, ich habe heute bekommen. Ja, bin ich schon. Oh, er schlingt wieder. Langsam, Killer. Langsam. Das ist alles Apotheke. Das kannst du ja ganz wunderbar mitnehmen. Ich habe ja nur zwei in der Tasche liegen und vergessen, in die Praxis zu legen. Aber jetzt wird schnell alle. Wenn du zwei, vier Leute hast, die es benutzen und die Patienten. Ja. Das habe ich jetzt gesagt. So, das war ein sehr leckeres Essen. Jetzt ist der Pastis auch kalt. Der Stückel Käse war auch kalt. Jetzt ist der Hund vor der Tür. Jetzt ist schon wieder gegen den Hund gerannt. Fuß hoch. Du willst deinen Wein nicht, kannst du deinem Nächsten geben.
Wir haben noch ein Glas dann zu viel Säure und alles. Das ist vielleicht ganz gut für mich. Und das andere. Kastil ist immer gut. Musst du nachher, wenn wir das aufhören, dann mache ich das nämlich hier mal ab. Dann schneidest du aber in das Gesicht, ne? Das weißt du schon. Oh ja, aber es ist ja eh nicht mehr schön, oder? Und wenn es dann blutet? Ich wollte hier so ein bisschen... Fermentgetränk. Das ist angeblich super für den Darm. So schmeckt aber wirklich grauenhaft. Oh. Also da muss ich mich wirklich zwingen, das runterzuschlucken. Ich finde das gar nicht so schlimm. Ich finde das ganz schlimm. Boah! Oh, Donnerwetter. Was ist denn da? Das steht da wahrscheinlich nicht drauf. X Kräuter sind da drin. Und die werden irgendwie fermentiert und da sind dann diese lebenden Bakterien drin. Das ist wie dein Dünger. Und die sind gut für den Darm. Damit kannst du bestimmt düngen. Aus Dänemark, das kann nicht falsch sein. Mhm. Alles aus das hat Dänemark. Das hatten wir das in H&M mehr. Und Bornholm. Wollen wir es nicht teilen? Nee, nimm ich habe ja noch. Ha? Gut. Alles gut. Ich habe eine Frühlingsserviette gewinnen. Ah. So, schön essen, Hühnchen. Mhm. Ach, Herr. So, jetzt bräuchten wir Mousse de Chocolat. Ihr habt ein bisschen Schokolade da vorne. Also ich bin momentan wirklich total satt. Ja, ich auch. Ich habe sowas Schweres, würde ich vor allem um die Uhrzeit sagen. Da müsste ich um 6 essen, aber nicht um diese Uhrzeit. Das ist 3:45. Ja, ich finde es auch relativ spät. Ja. Weil ich esse immer um 8. Spätestens dann. Nee, naja, so dass ich... Naja, haben wir doch gegessen, oder? Fernsehmäßig ausgerüstet bin. Ich bin wie die alten Leute. Gut. Essen, Fernsehen, Bett. 20:15. Nee, nicht, ja, 20:15 Uhr, nicht 20 Uhr. Ne. Ich gucke ja gerne die Nachrichten in Dreisat. Ach, du guckst die Original oder was? Nee. Ich gucke immer die vom österreichischen Fernsehen. Ja, hast ja schon mehr jetzt gesehen. Trinken die Hunde, hör mal. Der Killer schlappert fein. Jetzt hört er natürlich auch voll perfekt. Ja. Mach nochmal, trink weiter. Ich kann nicht mehr. Er leckt erstmal seine Schüssel aus. Er hatte ja immer noch Hühnerkunde mit drin. Das ist doch gut. Und das waren wieder ausgekochte Hähnchen. Ich kann dir nächstes Mal auch sowas machen. Okay. Fein, ich laber. Das ist ja schon mal. Jetzt leckt er wieder die Schüssel aus. Und sie hat, glaube ich, aufgegessen. Ja, sieht so aus. Ja. Na, sie hat ja vorhin die Tannenzapfen gegessen. Hat Hunger. Jetzt geht er gucken. Jetzt guckt er, ob da noch was aufgegessen hat. Nichts mehr. Nur noch Nase bleibt. Er geht immer sofort danach hin, das Checken. Ja, das ist wichtig. Das check it out. Ah ja, jetzt werden sie gleich müde sein und schlafen. Ich bin auch schon wieder müde. Ich bin nur noch müde. Frühjahrsmüdigkeit. Meinst du? Ja. Zum Frühjahrsmüdigkeit. Ne? Ja, genau. Es steht ja auch Frühjahrsputz an, normalerweise. Aha. Naja. Eher Ostereier färben. Nee, es ist ja Corona zurzeit. Ne? Da fällt es ja aus. Wieso? Ach, was hat das mit Frühjahrsputz zu tun? Ja. Fällt alles aus, was an. Du, es haben keine Geschäfte offen, also kann man auch keinen Frühjahrsputz machen. Für Froschprodukte den froschladen.de. Ach so? Ja, kann man alle Produkte von Frosch bestellen. Aha. Ich habe noch das Handtuch und die Tasche, das gibt es nicht mehr. Die Tasche? Ja, die Tasche, die ich heute dabei habe. Da ist der Frosch drauf. Ach, das ist die Froschtasche, oder? Das ist die Froschtasche, ja. Entschuldigung, was hat ich noch von Frosch? Von Frosch? Die hatten wohl viel mehr Merchandise. Himbeer riecht gut, ne? Himbeer ist irgendwas super. Mit Lavendel, oder? Genau, das ist halt noch mehr Bums. Mit Lavendel. Und diesen Duschschaum, den es bei uns in unserem Rumpelrossmann nicht gibt. Dusch- und Badeschaum oder so was? Ja, das musst du noch. Gibt's von Frosch? Gibt's von Frosch. Ach, ja, das wusste ich gar nicht. Sensitiv. Und das gibt's wahrscheinlich in der größeren Stadt. In unserem Rumpelrossmann gibt's dann nicht. Habe ich sogar die Patienten, wollte ich sagen, die Kunden fragen hören.
Und die Verkäuferin sagte, nee, das haben wir nicht, das haben bloß die größeren Städte. Ach Gott. Ja, das ist halt der Nachteil an der Kleinstadt. Müssen wir mal in Boudus sehen. Ja, ja. Im Rossmann. Ja, die haben ja DM auch. DM. Ach, DM. Da brauche ich sehr lange in so einem Geschäft. Ja. Dann. Mhm. Wir sollten das für nächste Woche mal in Angriff nehmen. Ja, ich gehe dann. Ich gehe in der Zwischenzeit ein Eis essen. Bei dem Wetter. Ach so, ist dazu? Echt? Na klar. Obwohl das Essen, ne, bei der Gaststätte. Ja. Obwohl, ich habe letztens irgendwo gesehen, haben sie Softeis verkauft. Ne, Softeis mag ich ja nicht. Ich auch nicht so richtig. Da sind auch viele Salmonellen drin. Ich hätte jetzt überhaupt noch keine Lust auf Eis draußen. Ich immer Eis. Echt? Ach, oh, nee, ich ein schönes Joghurt-Eis? Nee, leider nicht. Nee, wir haben keins gekauft. Ich liebe ja diese... Macht der MCC Eis? Ja, ja, das wollten wir doch mal machen. Das wollte man das machen, geht wie eine Eismaschine. Oh, das müssen wir im Sommer machen. Ja. Oder nur Sorbet. Boah, macht er auch, nee, Sorbet macht er auch. Sorbet macht er auch. Ich glaube, der macht doch Eis. Ne? Ne? Da könnten wir mal machen, was wir früher mal hatten. Sekt. Und Zitronensorbet dazu. Ja, das, das schmeckt super. Da bringe ich meine diese Kelche mit. Ja. Für Cosmopolitan. Mhm. Das gab es früher, wisst ihr noch, im Hotel mehr. Ja, klar. Da haben wir das immer, da kostete was, weiß ich, 10 Ostmark. Ich glaube so ungefähr. Und da haben wir uns rausgesetzt, eine Stunde an diesem Cocktail festgehalten und gedacht, wir können irgendwelche Westmänner aufreißen. Genau. Wir zwei? Ich. Ich kann mich nämlich nur erinnern, dass ich nicht, das gemacht. Du hast deinen Westmann da schon, ich nicht. Und dann, ich erzähle es immer wieder gerne, war ich einmal einkaufen mit einem Kartoffelnetz in der Hand. Und da hat mich der bewusste Westmann angesprochen, ob ich nicht kurz Zeit hätte. Und da habe ich gesagt, guter Mann, ich habe ein Kartoffelnetz in der Hand. Ich habe jetzt keine Zeit für Sex. Ja, ich wohne hier. Ja, ich habe da in der Dreher gewohnt, am Hotel Merkur. Und bin dann Samstag da einkaufen gegangen, hatte dieses Kartoffelnetz. Und ich wusste gar nicht, wie mir geschieht, als der mich ansprach. Er war auch nicht besonders schön. Ich dachte, dank des Kartoffelnetzes muss ich jetzt nicht mitgehen für, was weiß ich, 10 Westmark oder was man da gekriegt hätte, keine Ahnung. Aber das war so lustig. Ich habe nein. Ich komme vom Einkaufen, ich habe ein Kartoffelnetz in der Hand. Ich bin nicht vom leichten Gewerbe. Das war so witzig. Ich dachte, also sind war das eindeutig in diese Richtung? Das war eindeutig in diese Richtung. Ich habe ja damals auch noch netter ausgesehen vor 30 Jahren. War das 89, 90 oder was? Das war noch zu DDR-Zeiten. Ach, so ist es gar noch. Da habe ich, das muss... Wann habe ich denn dort gewohnt? Ach du liebe Güte. Warte mal. Nee, das war... Doch, es muss ja so gewesen sein. Weil nach der Wende waren wir ja nicht mehr scharf auf die Westmänner. Da hat man ja selber Westgeld. Darum ging es ja. Es ging ja um Westgeld und um eventuelle Ausreise. Das war der Hintergrund dieser ganzen Geschichte. Und wenn in Leipzig Messe war, für die Leute, die nicht aus Sachsen sind, wenn in Leipzig Messe war, war die ganze Welt zu Gast in Leipzig. Und alle Mädels haben sich aufgebrezelt und haben gedacht, sie kriegen irgendwie, am beliebtesten waren natürlich Italiener und Franzosen, kriegen die ab und die heiraten uns raus, wenn wir nur nett genug sind. Und in der Not, wenn es gar nicht anders ging, hatten wir halt für 10 Westmark, damit man im Intershop sich ein Deo kaufen konnte oder einen Lippenstift von Margret Astor, hat man da kurz mal, ja, sich zum leichten Gewerbe zugehörig gefühlt, um den Satz irgendwie zu beenden. Und wir haben auch als Studentin für die Messe gearbeitet. Das weiß ich habe ja auch im Messegelände gearbeitet. Nee, wir haben irgendwelche Ostfirmen. Ich habe auch so eine Maschinenbaubude betreut und bin da immer angezogen gegangen, auch wie vom Strich, was ich da für Sachen anhatte. Ja, damals hatte ich noch andere Beine als heute. Ich hatte einen Top an mit Spaghetti-Trägern aus rotem Samt und nichts drunter, also nur dieses Top, das war wie so ein Bandeau-Top mit so Spaghetti-Trägern und einen kurzen Rock in so Nude, sagt man ja, heute. Ja. So natürlich, ich sah im Prinzip aus wie Nacksch und bin dort rumgestochen mit knallhohen Schuhen. Hohe Schuhe? Ja, ja, ja. Du und hohe Schuhe, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, es war schwer und ich habe es durchgehalten, ja, ja. Und ich weiß noch genau, ich bin damals gerade durch die Prüfung gefallen, an der Uni durch die eine Prüfung und dachte, ach, ist egal, ich arbeite auf der Messe, vielleicht kriege ich ja einen Messi. Und insofern war das alles gar nicht so schlimm, dass ich durch die Prüfung gefallen bin. Aber das war halt damals so. Aber das mit dem Kartoffelnetz, das muss 88 gewesen sein. 87 oder 88 muss das gewesen sein. Aber wann waren wir in Leipzig? Ab 83 und du warst da länger. Ja, und ich habe aber schon gearbeitet, meines Erachtens. Na, vielleicht vierte Studie? Na, wie, war das damals vier oder fünf Jahre bei dir? Ich habe 5 Jahre studiert. Wenn du jetzt vielleicht gerade zuhörst mit dem Kartoffelnetz, vielleicht erinnerst du dich daran und schreibst es unten mal in die Kommentare. Ja, hast du auch ähnliche Sachen schon mal gehört, was Ostfrauen oder vielleicht auch Männer alles gemacht haben, um aus dem Land rauszukommen oder irgendwelche Forum-Schecks oder 10 Westmark zu gewinnen? Keine Ahnung. Also wir haben das gemacht.
Ich esse kein Duplo, danke. Ach so. Nee, ich esse das. Nee. Ach so, ich bin doch jetzt gerade im Erzählen. Wegen dem P. Ja, wegen dem bösen P. Ich esse nichts mit Palmfett, kann ich dir ja erzählen. Mache ich einfach so das Prinzip bei mir und es hält einigermaßen schlank. Weil viele Dinge, wo Süßkram drin ist, die sind mit Palmfett. Ganz viele sehr appetitliche Kekse esse ich deshalb nicht und es hilft Lotschaften. Ich habe aber französische Kekse gekauft, die könnten wir da mal. Da ist garantiert Butter rein Fett drin. Ja, das ist ja das Tolle. Ja, soll ich mal holen? Und Nudossi aus dem Osten ist auch ohne Palmfett. Ach so. Ja, mach mal. Madeleine. Oh ja, Madeleine. Lecker. Oh, Madeleine. Die gab es auch in dem tollen Supermarkt. Sag ruhig, wir haben zunächst mal Aldi und Kaufland gesucht. Unsere Freundin hat, glaube ich, die goldene Kundenkarte beim Lidl. Aber sie kennt sich mit allen Produkten aus. Alle Kassiererinnen applaudieren, wenn sie den Markt betritt. Sie fragt mich immer, ob ich die Lidl-App habe. Und du hast sie nicht. Schande. Also es gibt ja Madeleine Long Marbré. Du meine Güte, komm, wir gucken erstmal, was drin ist. Und sie lässt grundsätzlich die, die Schränke offen, auch. Die Schublade auch. Dann wird der Hund auch was davon haben. So. Grundsätzlich. Oh, steht gar nicht drauf, die Frucht ist. Nee, doch. Du musst mal brummeln. So, Französisch. Du möchtest auch eine Madeleine. Es steht nicht deutsch, doch hier, ja. Weizenmehl, Stabilisator Glycerin. Du meine Güte, damit kannst du putzen in der Not. Rapsöl, schnettere Tengen, ich kann es essen. Die war, yes. Die war mir, es gab die ganz Blutgelb mit ganz viel Ei und dann dachte ich, die bösen Sachen gehen immer schlecht auf, damit man sich vorher nochmal überlegt. Immer schwer, ne? Ja, warte hier. Und das war so ein geheimes Regal. Geheimregal, jetzt habe ich versteckt. Es geht wieder. Patisserie Tradition, Madeleine Long Marbré. Ach, Marmorkuchen. Oh, die sehen aus wie kleine Eclairs. Die Marmorkuchen. Ich glaube, die sind nicht übel. Wollt ihr Espresso dazu? Oh. Das, ja, das wäre eine gute Idee. Soll der Herr Z noch ein Espresso herstellen? Ich traue mich nicht an die Jura. Ich kann das machen. Und die Hunde kann machen, bleibt und wollen das auch. Ach, die Hunde. Aber ich hätte gar nur ein Intrepidi. Ja, da kannst du noch mal ein bisschen Espresso. Und die Hunde finden das ganz toll. Das und ich mache auch mal die Schublade zu wieder. Ja, mach mal die Schublade zu. Ach ja. Jetzt kriegst du Ärger, weil du geschimpft hast über ihn. Ja. Ich wundere mich gerade, dass er freiwillig aufsteht und Espresso macht. Ach so. Jetzt ist mir der Hintergrund klar. Warum? Weil du das aufnehmen kannst. Nee, das ist nicht wahr. Ich stehe freiwillig auf, wenn ich die Lust dazu habe. Was? Aber nicht, wenn ich keine Lust habe, dann stehe ich nicht auf. So, ich probiere mal die Schublade. Nee, ich habe nicht, aber ich probiere mal, ich mag auch keinen Espresso, danke schön. Ach, du willst gar keinen? Nee, ich trinke nach 18 Uhr nichts mehr mit Koffein. Stimmt, ja. Nee, nach 17 Uhr. Ja. Nach 17 Uhr, da wird umgeschwenkt auf Wein. Je nachdem, wie lange noch mit Ei. Gelbe. Wie hieß denn das? Bitte? Wir müssen die Madeleines im Kaffee pitchen, weil sie zu trocken sind. Was wolltest du denn einfach noch doppelten? Trepidi habe ich. Jetzt. Sehr klein. Die Hunde gucken wieder. Ihr habt lange nichts gegessen bekommen, ne? Aber die hatten ja nicht überhaupt keine Ahnung. Nee, gar nichts. Keine Möhren, keine Hähnchen. Kein Hunde oder kein Rentier vielleicht. Keine Hühnerherzen. Sehr bedauernswert, diese Tiere. Und auch ganz dünn vor allem, ganz dünn. Ja, völlig abgemagert, diese Hunde. Nein, unsere Hunde sind nicht dick, nicht, dass du denkst, unsere Hunde sind dick. Nein, nein. Die sind
waren beim Friseur. Sie sind in einem Sie sind die feinsten, sie sind doch normalen Zustand. Schönheitswettbewerb den ersten Preis gewinnen. Absolut. Schönheitswettbewerb. Ja. So. Ich meine, Paddys Vater war nicht umsonst Champions League-Sieger. Oh. Mit welchem Team hat er gespielt? Wie hieß denn Champions League früher? Das hatte doch früher einen anderen Namen. UEFA Cup, ne? Nee, oder? UEFA Cup gibt es ja noch. Landespokal der Landesmeister. Ach du meine Güte. Ja. Na bloß gut, dass es jetzt anders heißt. Ja. Meinst du, wir schlafen dann? Wer will denn schlafen? Ich will immer schlafen. Mhm. Die schmecken aber doch. So, jetzt ditchen wir mal die Madeleines. Ich mag ditchen nicht. Der schmeckt so ein bisschen wie Marmorkuchen. Du bist oder? Ja auch kein Sachse. Ich bin kein Sachse, das stimmt. Schmeckt wie Marmorkuchen? Mhm. Genau. Gab es bei uns oft Sonntag. Aber sie sind trotzdem, wenn man viel Butter oder so merkt. Ja, ja, fluffig eigentlich und sehr butterig. Ne? Mhm. So, gib mal deinen Löffel bitte. Und nicht so extrem süß. Mhm. Ich glaube, in dem hellen Teig ist ein bisschen Zitrone drin. Ja, wahrscheinlich. Ich schalte ja immer Ausschau nach irgendwelchen neuen Keksen. Ah, ich rufe immer die gleichen. Echt? Ja. Ich rufe immer, wenn es gibt Leibniz Zoo. Da sind lustige Tiere, denen man die Köpfe abbeißen kann. Das kenne ich. Und alle Dinkelkekse. Ich mag Dinkel ganz einfach. Die bei dir das letzte Mal waren doch alle mit Köpfen. Ne? Das waren die. Das ist Leibniz Zoo. Das ist gut. Na, wir hatten ja und haben es auch noch in Berlin diese Balsen-Fabrik, wo du diesen Bruch kaufen kannst. Das habe ich schon mal erzählt. Ne? Ja, da sind aber das gibt es auch in Dresden. Aber nicht von Balsen, oder? Doch. Ach was? Und zwar, wenn du die Hansastraße rausfährst. Ich weiß nicht, ob es noch ist, aber das war vor einigen Jahren mal. Da war ich nicht dort. Da ist auf dieser Insel, also geht ja die Hansestraße, teilt sich ja, ich weiß nicht, wie die zweite Straße noch heißt. Frag mich nicht. Neustädter Bahnhof und am Tunnel durch und dann hoch zu's. Und da war auf dieser Insel, war so ein Fabrikverkauf von Balsen. Ja, das ist das, genau. Ne? Und da gibt es diese ganzen Kekse als Bruch. Als Bruch, genau, und Schokolade als Bruch und alles mögliche. Da kriegst du drei Sack für 1,75 Euro. Ja, genau. Ne? Das gibt es in Dresden. Ja. Und da fahren viele Firmen hin und kaufen da. So, um die Gäste zu bewirten, weil es ist in der Tüte sind, sagen wir mal, 25% Bruch und der Rest ist okay. Genau. Und da kannst du eben diesen Bruch an die Mitarbeiter verfüttern und für die Gäste die guten Sachen nehmen und sparst unglaubliches Geld. Naja. Da können wir mal hinfahren. Kekse kaufen, ja. Gut. Ich habe kein Glück, wenn ich Kekse selber backe. Ich habe ja mal so Käsetaler versucht, die ganze Bude stank, aber geklappt hat es nicht. Käsetaler, es war praktisch so eine Art Cracker. Okay. Cracker und das lief irgendwie alles breit. Es war wahnsinnig fettig und irgendwie schnarchig. Doof. Was ist denn los? Bist du müde? Wir haben ja mal ein bisschen mit Weihnachtsgebäck versucht, aber Backen ist nicht ging, weit. Aber es waren jetzt keine Highlights. Nee, es waren keine Highlights. Da waren die wir im Internet bestellt haben, einiges besser. Klar, backen muss man auch können oder irgendwie tolle Rezepte kennen. Ja. Ich mag auch wirklich gerne französische Kekse. Die gibt es ja beim Karstadt da unten dran. Die haben also die Kekse. Du jetzt hattest, da hätte ich dir sagen können vom Edeka. Die hättest du mitbringen können, die ich bei dir gegessen habe, die so grandios waren mit diesem Butter. Diese Stangen, die auch so waren wie das. Warte mal, habe ich die beim... Nee, die habe ich beim Rewe gekauft. Oder beim Rewe. Jetzt haben wir wirklich alle Märkte durch. Shortbread. British Shortbread. Die sind grandios. Die müssen wir mal... Ja, Shortbread schmeckt eigentlich immer Rewe gleich. Wieder? Rewe habe ich in der Weltstadt Hoyerswerda. Ach Gott. So, die gibt es bei uns hier in Garmisch. Nee. Und auch die andere Weltstadt Pulsnitz hat einen Rewe. Aha. Ja. Wo ist denn da? Na, beim Teppich-Dings da. Aber Shortbread gibt es überall. Oh, waren die lecker. Ja. Da hätte ich mich ja tot. Ja. Am besten müsste man eigentlich... Aber so viel Butter drin, die sind richtig schwer. Ja, ne? Da wirst du wirklich dick von. Na, die schmecken. Also ihr hört, ihr Zuschauer, wenn ihr gerne Kekse backt, wenn ihr gute Kekse backen könnt, backt und schickt sie uns zu. Wir freuen uns Zuhörer. Sehr über Zuhörer. Genau.
Schickt uns die Kekse zu, wir werden sie testen, wir werden. Ja, oder die Rezepte. Probieren. Schreibt die Rezepte. Nee, da müssen wir doch selbst backen. Ist egal, aber. Und da kannst du so viel falsch machen. Ne? Ja, finde ich auch. Ne? Schon das falsche Mehl. Ich spreche ja da nicht. Ja. Ich weiß nur, je höher die Zahl ist, desto besser ist das Mehl. Also tausender das Mehl ist besser. So, das wusste ich auch nicht. Das ist der Malgrad. Das ist der Mal. Es gibt 405, 508 und genau, 1010 genau. Oder so. Und je höher der Malgrad, desto besser das Mehl, desto höher die Zahl. Ah. Das habe ich im Fernsehen gesehen, als eine Frau eine Mühle besaß. Letztens im dritten Programm kommen doch immer solche Land und Lecker, Garten und Lecker, so, wo sich irgendwelche Frauen treffen. Und die eine hatte eine Mühle und da wurde das erklärt. Ich sage ja, Fernsehen bildet. Also mich zumindest. Ja, mich auch. Aber mir war das vollkommen neu, weil ich nie auf sowas geachtet habe. Es kommt immer darauf an, was du guckst, ne? Wenn du natürlich nur RTL guckst, dann... Ich gucke auch gerne RTL. Echt? Ne, ich habe schon seit Jahren kein RTL mehr geguckt. Oder RTL 2 oder Kabel 1 oder ProSieben oder so. Doch, ich gucke auch gerne Kabel 1. Da geht der Film den ganzen Abend, weil die ja Werbepause von 15 Minuten haben, in denen man aufs Klo gehen kann. Sich was, da kannst du herrlich aufs Klöchen gehen. Du kannst ein neues Cocktailchen machen, du kannst eine neue Packung Kekse aufmachen, du kannst dir die Füße massieren, du kannst dabei die Zähne putzen, wie auch immer. Ich finde das ganz herrlich. Und aber du kannst bei den anderen auch einfach auf Pause drücken. Richtig. Und mit einem Bluetooth-Kopfhörer hört man auch überall alles. Das ist ja das Herrliche. Das stimmt. Da renne ich in die Küche und höre trotzdem, was Fakt ist. Also Rewe, gibt es Rewe auch in Bautzen? Nee. Ach. Oder? Nee. Ich weiß es nicht. Dann ich irgendwo mich dann mich so aus. Die bauen da im Übrigen das ganze Bahnhofsviertel neu. In unserem Burschblatt gelesen. Ja, das ist also runtergerockt. Ja, das sieht doch asozial aus. Genau, und da war ja vorher die VHS und die sind ja umgezogen. Mhm. Und jetzt habe ich es in der Zeitung gesehen. Aber es ist wohl noch nicht durch, dieses Bauverfahren. Naja. Ja, ich bin irgendwann natürlich mal in Weizen. Ich weiß es nicht, dachte ich auch, das ist aber sehr gewesen. Ja. Der Hessischer Bus. Oh ja, esse ich gerne. Ne? Ja, aber jetzt haben wir fast alles aufgegessen und ausgetrunken. Ich würde sagen, wir verabschieden uns langsam. Genau, gucken noch ein bisschen Fernsehen. Also, wenn es dir gefallen hat, dann schalte wieder ein, wenn wir das nächste Video hochladen. Dazu lass am besten ein Abo da, drück die Abo-Glocke, um keines unserer Podcast. Wer bis jetzt durchgehalten hat, ist auch das nächste Mal wieder bei uns zu Gast, garantiert. Ja. Wir freuen uns, wenn du wieder einschaltest, wer bis hier durchgehalten hat. Und schreib mal unten in den Kommentaren, wenn du es bis jetzt durchgehalten hast, damit wir Bescheid wissen. Schreibe, ich habe durchgehalten. Ja, vielleicht laden wir dich mal zu uns ein. Genau. Ja, oder schreiben mal, was wir mal kochen sollen. Ja, oder worüber wir mal diskutieren sollen. Ja, das sind auch alles tolle Themen, ne? Genau. Tolle Ideen, höre ich. Dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Tschüssi.